und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind hier und müssen immer noch die großen Typen töten, die kleinen Typen töten. Und ich glaube auch noch ein paar Tante des Teufelsche Hechers sammeln. Von daher machen wir doch mal weiter, wo wir aufgehört haben. Ich hatte gestern oder vorgestern, na, ich sag mal die Tage, auch noch mal Moment, ich habe noch mal Trainer gespielt. Ich hatte das auch gestreamt, nur wie gesagt, leider habe ich so kein Mikro, sonst hättet ihr mich auch hören können. Also habe ich das nur gestreamt. Und da ich das dann speichern und Computer brauche, konnte ich dann knapp eine Stunde aufnehmen. Oder streamen. Weil das wird bei YouTube direkt gespeichert. Das ist das Praktische. Wie viele Teile haben wir jetzt davon? 8. Super, jetzt haben wir schon den 5. Gut. Müssen wir unbedingt mit einem Freund heilen, sonst ist er gleich platt. Oh, wir müssen Würstchen kaufen. Nee, wir hatten nicht alles machen müssen. Können wir leider nicht dringend helfen mit Bergbauern. Ups. Da liegt ein Teil. Und wenn wir den haben, haben wir die alle. Machen wir noch einen Teil und dann haben wir das geschafft. Soll ja nicht das Problem sein. So. Okay. Noch ein Teil. Da Finzels. Haben wir das auch geschafft, die Quest? Die geht ja eigentlich, ne? Ist eigentlich nur hin, herauf, runter, hüpf, hüpf. Töten. Naja, kein Problem. So, machen wir schnell auf. Was soll ich denn da machen? Den müssen wir dann gleich, glaube ich, töten als Folgequest. Rolf, gucken wir mal nach bei dim. Oder auch nicht. Gehen wir die Quest erstmal ab. Demons. Oh. Mal sehr gut. So, haben wir gleich ein neues Gewehr. Ups. Ach so, die können wir auch abgeben. Okay, ich verstehe. Okay. So. Na
gut, die allerbesten Klamotten sind es nicht. Volle Spielanzahl 3, okay. Vorbereitung. Was tut er denn da? Ist das ein... Oh nein, das ist bestimmt so ein Begleitbequest-Ding. Tun wir unser Bestes. Ja, hinter quasi zu drückt, ne? So, wo ist meine Sache? Fuck. Okay, das, da brauchen wir doch jemanden noch mehr. Haltet sie fern, okay. Nee, das schaffen wir so nicht. Oh, guckt euch das an, ey. Ein Hoch auf die neuen Friedhöfe. Zerrat euch ein Hoch auf die neuen Friedhöfe. So, Dollar. Haben wir das gleich? Nee, die Quest kriegen wir nicht hin allein. War dann etwas zu krass. Aber ich glaube, die ist dann auch... Theoretisch wäre es die Sabotage am Warp-Tor. Sabotage an das Warp-Tor. Hier müsste das sein, ne? Schattenmutter. Oko, netter Sturm, dürfe ich mit Herzen ein. Da. Da schauen wir Portal brechen ab. Das ist eine Client-Gruppenquest ist. Lassen wir ihn mal. Besser ist das. So, das kann ich jetzt unser Freund. Er ist nicht tot. Natürlich noch etwas murksiger gewesen, wenn er doch noch tot gewesen wäre. Wir holen uns jetzt den bösen Typen. Haben wir nämlich eine neue Pistole. Die müssen wir auch noch irgendwo abgeben. Aber das war wesentlich einfacher. Gott, was ist denn sonst? Kipp, ich muss latschen hier. Kann ich mich kurz sitzen bleiben, nachher kriegen wir gleich auch noch einen leckeren Buff. Naja, Ausdauer und Wille. Okay. Was will man mehr? Es müsste das Essen von heute geben, wo es dann 400 Beweglichkeiten oder so gibt. Das wäre cool.
Nur Essen hast dann die Stats vom T6 Hunter oder so. Mal gucken, wenn er 400 Beweglichkeit noch drauf hat. Boah, das wäre schon heavy. Was gibt es denn sonst noch? Faustmann, ne, die ist schon gut. Ja. Macht auch naja, etwas weniger Schaden. Weniger und dann sind wir bei 408. Lustigerweise weniger Schaden als jetzt. Aber mehr AP haben wir. Und dadurch, dass die weniger Tempo hat. Und wir behalten die andere Waffe als Sicherheit. Oh. Erbeutet Vermessungsgedönse. Also okay, da müssen wir die Vermessungsgedönse holen. Dann haben wir oh, da die Quests fertig. Was kriegen wir denn da für diesen Vermessungsgedöns? Mal gucken. Ist die rechtmäßige Besitz. Besitz kriegen wir. Oh ja, da kriegen wir was. Oh, Schüchen kriegen wir da. Dann holen wir uns die Schüchen. Jetzt mal gucken, wenn wir nicht abstürzen hier, ins Nichts fallen, ist ja uncool. Klingt das so krass? 74. Okay, komm. Ach, Wand, Area 52. So. Bevor wir dann da reinlaufen. Bevor wir was essen. Jetzt wird es ziemlich hässlich hier. Was gucken. Grafik. Okay. Passt mal auf. Ich habe jetzt 60 FPS und jetzt ohne vertikal Synchronisation. Hüpft die FPS dann ein wenig hoch. Lustig, ne? Wo sind die denn? 69, okay. Diese Seiten hier beschossen. Ja. Und hat der keinen Mana mehr? Unser Patchstück gleich. So. Nee, sammeln wir erst die Leute ein. Ich will ja nicht unbedingt, dass nachher wieder die spawnen und dann haben wir nichts aufgehoben. So uncool. Das sieht gut aus, ne? Knödel. Normal waren, sind die am Kämpfen. Die sind ja heftig drauf hier, ne? Das ist der Wahnsinn.
Ach, manchmal finde ich das ganz gut, wenn das hier so ein bisschen verbuggt rumsteht. Haben wir da nämlich auch schon etwas Ruhe. So. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW Burning Crusade. Und dann geht's weiter. Und zwar mit hier. So. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht was Schönes draußen. Ja, wunderschönes Wetter. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, teilt das Video mit euren Freunden und WoW-Freunden, wenn ihr wollt, auch mit der Gilde. Bis dahin, auf Wiedersehen.